Hallo zum siebten Tag meines Meditations-Adventskalenders. Heute geht es jetzt tatsächlich um den letzten Aspekt einer Meditation. Gerade wenn man alleine meditiert, morgens meditiert oder auch am Abend meditiert, möchte man sich vielleicht einen Timer stellen. Man kann selbstverständlich immer so lange meditieren, bis es vielleicht dann doch zu sehr wehtut, aber das sollte nicht das entscheidende Kriterium sein. Üblicherweise ist es so, dass man mit 10 Minuten anfängt, wenn man noch keine Meditationserfahrung hat. Eine übliche Länge sind tatsächlich 25 Minuten. Möchte man danach noch weiter meditieren, macht man normalerweise eine Gehmeditation dazwischen, um einmal den Körper wieder zu bewegen und dann nochmal 25 Minuten Meditation im Sitzen anzuschließen. Selbstverständlich kann man das auch insgesamt auf einen Schlag länger ausdehnen. 45 Minuten wäre eine andere klassische Länge oder sogar 60 Minuten. Damit man nicht auf einmal durch irgendeinen Smartphone-Timer geweckt wird, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich selbst habe unter anderem eine Sportuhr, die ich jetzt allerdings nicht anhabe. Auf der habe ich einen Timer, sodass die Uhr vibriert. Das finde ich jetzt sehr viel angenehmer als einfach nur ein Wecker. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sich eine Smartphone-App entsprechend organisiert. Da sind dann meistens Gong-Klänge dabei. Das ist auch das, was ich bei meinen 10-Minuten-Meditationen momentan benutze, damit Sie das auch hören können. Ansonsten bevorzuge ich tatsächlich den Vibrationsalarm an meiner Sportuhr. Ein Wecker finde ich tatsächlich doch zu sehr aufschreckend. Aber schauen Sie doch einfach mal selber. Wenn Sie ein Smartphone haben, schauen Sie in den entsprechenden Store mal rein, ob es da nicht einen, meistens heißen sie Meditationstimer, gibt. So, und wo wir schon beim Thema sind, wollen wir auch wieder 10 Minuten zusammen meditieren.